So, schlafen, jupp. Kein Essbares, ein Wirselkraut. No, besser als nichts. Und jetzt Kreuzung. Routenplanung. Also sie kamen von Süden. Und sie sind hier in den Blutsinn. Wahrscheinlich mit den Orks zusammen. Also davon gehen wir zumindest aus, da die Magier ja anscheinend frei um die Stadt herumlaufen konnten, obwohl sie von Orks belagert war. Also könnten sie auch hier irgendwo sein. Nordwesten ist aber dann ein bisschen weit hergeholt, oder? Ja, gehen wir erstmal weiter nach Süden. Und gucken, ob wir hier uns irgendwo nach Westen in die Büsche schlagen können. Oder hier zum Beispiel. Ja. Noch weiter südlich und hier geht's nach Westen. Das ist doch eine schöne Strecke. Eine neue Strecke erkunden. Wir können ruhig weiter marschieren. Solange wir nicht in einem Sumpf sind oder im Gebirge, passt das schon. Also, altbewährt. Ein Silberstück weg. Ist alles okay? Wir haben mehr als genug Gold. Also ja, nicht wirklich mehr als genug, aber wir haben erstmal was. Hinter der nächsten Wegbiegung taucht plötzlich eine Orkpatrouille auf. An Flucht ist nicht mehr zu denken. Ja. Wollen wir auch nicht wirklich. Orks sind nicht ganz so schlimm. Computerkampf. Kampf berechnen. Keine Magie. So. Ja, so ein paar Orks können uns gar nichts. Nur sind sie im Blutsinn wahrscheinlich ein paar mehr Orks. Und Magier, bei denen Jallen jetzt schon mehrmals, ohne dass unsere Helden das wissen, ein ziemlich schlechtes Gefühl hatte. Also, ja, es könnte nicht so schön werden. Aber wir müssen uns halt geschickt anstellen. Vielleicht kommen wir irgendwie den Magiern vorbei und können den Salamanderstein wieder abluchsen. Das ist jedenfalls der Plan. Oder irgendwie für Unruhe sorgen. Unter den Orks, dass sie auf den Magier losgehen. Müssen wir schauen. Erstmal müssen wir die ganzen Leute finden. Anscheinend finden sie eher uns. Aber das sind jetzt auch noch Goblins, ist ja noch einfacher. Nijewa, genau. Ting, ting und tot. Ganz viele Säbel, nein danke. Eine Hallo, Waldschrat. So, jetzt westlich in den Wald. Lagerplatz suchen. Und beim Mürren Waffe wechseln. Da ist der Bogen. Wie schaut es bei den anderen aus? Da wir jetzt langsam in Richtung der Blutzinnen kommen, bis das jetzt schon an den Ausläufern sind, sollten wir auch mal unser ganzes Inventar überprüfen. Also was jetzt Heilkräuter angeht, Essen und dergleichen. Und Bewegungspunkte. Wir haben nämlich alle ziemlich viel Essen dabei. Na gut, wer weiß, wann wir wieder rauskommen zum Jagen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir so viele haben. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Das Einzige, was nicht so gut aussieht, ist der Platz. Da müssen wir schauen. Oh, und Zaubertränke. Das ist kein Zaubertrank. Das ist kein Zaubertrank. Das ist ein Zaubertrank. Und das war's anscheinend auch. Wir haben einen einzigen starken Zaubertrank. Nicht so gute Ausgangslage. Dafür haben wir jede Menge Wirselkräuter. Also die Nahkämpfer werden es rausreißen müssen. Und noch ein Wirselkraut. Ja, lieber Lagerplatz suchen. Nicht im Dunkeln durch einen Wald voller Orks tapsen. Rasten, bitte nicht einschlafen. Oh. Ihr habt den Endpunkt der geplanten Route entdeckt. Routenplanung. Wir können nach Südwesten oder Norden. Also von da oben aus kamen sie aus dem Süden. Heißt, sie können überall hierher gekommen sein, in dem ganzen Gebiet. Na gut, fangen wir im Südwesten an und arbeiten sie nach Norden durch. Eine neue Strecke erkunden. Und Tirk legt seine Axt nicht aus der Hand.
Was haben wir hier? Ein Berglöwen. Nee. Über sowas haben wir keine Zeit. Wir müssen Orks töten. Und Magier. Und die Welt retten. So. Losmarschieren nach Nordwesten klingt gut. Und wir sind inzwischen im Gebirge angekommen. Also sollten wir jetzt wesentlich vorsichtiger vorgehen. Auf jeden Fall einen Lagerplatz suchen. Und auch schon gleich Kletterhaken bereit machen. Alles ein bisschen... Oh, Tiri geht's nicht gut. Oh, und irgendjemand geht's auch nicht gut. Talana. Gwendolyn auch nicht. Was ist da los? Oh, stopp. Was ist denn mit euch los? Talent anwenden. Jallen. Krankheit heilen. Gwendolyn. Tollwut. Nicht ernsthaft. Die werden jetzt alle Tollwut haben, oder? Nicht Talana, du. Komm. Jallen. Krankheit heilen. Talana. Tollwut. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Nein, wir wollen nicht schlafen. Und eine Ork-Patrouille. Komm, kriegen wir noch Wundbrand zu der Tollwut? Ja komm, Magie benutzen. So. Das ist jetzt echt nicht schön. Also wir können jetzt noch einen halben Tag, wenn überhaupt, hier im Gebirge uns umgucken. Nach einer Ork-Feste. Danach müssen wir unbedingt zurück. Kreuzung erreicht, Routenplanung. Wir können nach Südwesten und Nordwesten. Wir müssen eigentlich hierhin zurück. Wir gehen nach Südwesten. Neue Strecke erkunden. Lagerplatz aufsuchen. Haben wir vielleicht noch Krankheitselixiere? Das wäre zu praktisch. Aber wenn, haben wir bestimmt keine 3 Stück davon. Wir haben ganz viele starke Heiltränke. Nee. So, hat sie vielleicht einfach nur nicht die richtigen Kräuter. Sie hat ganz viele Wirseblätter. Goldmond hatte sie auch. Dompfstängel. Hast du Dompfstängel? Nein, hast du nicht. Dann tauschen wir doch mal. Hat noch jemand irgendwas an Kräutern? Komm schon, irgendwas. Nee. Okay, vielleicht war es ja der Dompfstängel. Talent anwenden. Krankheiten heilen bei Gwendolyn. Nein. Vielleicht entwickelt es sich nicht so schlimm. Oh. Nicht gut. Und weiter marschieren. Tiriks Schuhe haben so eben ihren Geist ausgegeben. Keine Bewegung oder ich schieße ihr. Also wir sind von Tollwut befallen, haben keine Schuhe mehr von Tirik und werden wieder von komischen Elfen belagert. Keine Bewegung oder ich schieße euch in den Bauch. Ist auch sehr schön, ein Bauchschuss, hm? Ihr seid echt nette Gesellen. Man sagt, es soll lange dauern, bis man stirbt. Und erst ganz zum Schluss soll man aufhören zu schreien, meine ich. Was wollt ihr hier? Die Frau, ganz in grünem Leder, steht halb von oben in einem Baum versteckt und beobachtet euch scharf. Wir sind nur harmlose Wanderer. Wisst ihr etwas von einer Zwergbinge? Nein, von den Schwarzmagiern. Eine Menge Gesindel treibt sich in den letzten Tagen überall herum. So schnöselige, hochnäsige, aber Galgengesichter alle miteinander. Weiter im Süden hauptsächlich. Eure Freunde? Naja, geht mich nichts an. Blutsinn? Nö. Und scheucht uns weg. Nicht gut. Aber wenigstens haben sie uns nicht umgebracht. Aber das macht die Krankheit gleich.
geht allen schlechter. Okay, wir müssen nach Hause. Das klappt so nicht. Weiter marschieren, auch wenn es gefährlich ist. Und Thierry sollte Schuhe anziehen. Du, wir hatten noch Schuhe über, das weiß ich. Da. Thierry, Schuhe. Thierry darf keine Schuhe mehr tragen. Tausch mal ein Brecheisen gegen ein paar Schuhe. Dankeschön. Flupp. Und wir hoffen jetzt einfach, dass es nicht tödlich ist. Thierry hat plötzlich Schaum vor dem Mund und beginnt wild um sich zu schlagen. Ein Tollwutanfall. Wollt ihr ihn heilen, nachdem ihr ihn bewusstlos geschlagen habt, beruhigt habt, den Zauber Sanftmut angewandt habt? Sanftmut? Wer hat Sanftmut? Die Waldelf, oder? Mürren? Thierry drescht wie Welt auf alle Gruppenmitglieder ein. Talana hat plötzlich Schaum vor dem Mund. Okay, komm, Talana können wir K.O. schlagen. Ihr habt Talana bewusstlos geschlagen. Honk. Wer soll Heiltalent anwenden? Yalin? Hat immer noch keine Kräuter. Warum haben wir überhaupt die Option bekommen? Wendlin hat Schaum vor dem Mund. Wir beruhigen sie. Und schaffen es sogar. Du kannst nichts bei Tollwut machen. Ich glaube, ich habe was gehört. Apien. Ich denke, es ist Zeit dafür, dass Yalin eine neue Vision hat. Und unsere Helden schlafen ein. Und machen sich auf Richtung Süden, wo die Magier irgendwo in den Blutzinnen sein sollen. Routenplanung. Süden. Ja, Süden. Ja. Südwesten. Westen. Westen. Neue Strecke erkunden. Genau so weit waren wir vorhin ja auch. Also, eigentlich waren wir noch weiter südlich. Zumal uns die Elfen ja noch weiter südlich geschickt haben. Was aber nicht stimmen kann. Denn da sind die Blutzinnen gar nicht mehr. Also werden das andere dunkle Gesellen sein, die meinten. Das heißt, wir halten uns einfach nördlich von den Elfen, damit uns die nicht aus Versehen anschießen. Und wir wollen in keine Herberge. Wir sind diesmal einen leicht anderen Bogen gegangen. Na gut, wird keinen allzu großen Unterschied machen. Für unsere Helden auf jeden Fall nicht. Haben sie einen Déjà-vu weniger? Das tut denen, glaube ich, auch mal ganz gut. Thierrys Schuhe haben den Geist aufgegeben. Stopp. Reise unterbrechen. Du, gib Thierry neue Schuhe. Ich will nicht, dass er krank wird. Flupp. Zurück. Weiterreisen. So, jetzt dürften wir gleich von ihm hier geschlagen werden. Richtig. Weitermarschieren. Und dann versuchen wir uns gleich entweder westlich zu halten oder nordwestlich, wenn es die Auswahlmöglichkeit gibt. So, Routenplanung. Südwestlich oder nördlich? Wir probieren nochmal südwestlich und gucken, ob es dann irgendwo nach Norden abgeht. Weil jetzt nach Norden wäre mir ein bisschen zu früh. So, du darfst direkt noch einmal hauen, das ist okay. Oh, da ist jetzt wieder der Tiger und diesmal kommt er nicht so ungeschoren davon, uns alle einmal anzuhauen, dass wir alle krank werden. Du... Warum kannst du den nicht treffen? Na gut, sichern. Zaubern, Kampf, Ignifraxius. Komischerweise ist Talana tierisch sauer auf diesen Löwen und pumpt so viel Astralenergie, wie sie kann, in diesen Feuerstrahl. In Kende!
33 Trefferpunkte, sehr schön. Du sicherst. Keiner wird von diesem Löwen angefasst. Kampf Fulminictus tot. Tot? Mist. Na gut. Du dahin. Mit etwas Glück ist jetzt noch Norm dran. Ja, kann nicht angreifen. Ja, sehr schön. Zaubern, Kampf, Fulminictus und Tod. Keine Tollwut mehr. Ja, sehr schön. Routenplanung. Ja, und hier geht es auch nach Nordwesten. Sehr schön. Neue Strecke erkunden. Lagerplatz aufsuchen und gucken, ob irgendjemand doch irgendwie gekratzt wurde. Nee, sieht nicht so aus. Das ist schon mal sehr beruhigend. Okay, dann rasten wir jetzt kurz und sehen uns gleich wieder.